Und da sind wir auch schon wieder direkt nach dem Musikfest in Harvest Moon Back to Nature. Und damit Aloha und herzlich willkommen zurück. Hundi, willst du den Ball nicht fangen? Ja, braver Hundi. Hier, komm. Fang den Ball. Und jetzt bring den her. Bring den Ball! Das Musikfest war gar nicht mal so schlecht. Also wir haben unsere Sache mit der Ocarina auch gar nicht so schlecht gemacht. Da bin ich ehrlich gesagt sogar etwas überrascht. Nur warum Ann und Ellie da so am Headbang waren, vielleicht haben die im Kopf gerade Metal-Musik gehört. Oder ein bisschen Rock. Auf jeden Fall nicht das, was sie in der Kirche gespielt haben. So, morgen wird das Wetter wieder gut. Das heißt, wir können Hundi gleich mal mit rausnehmen. Und das Bildungsfernsehen, was erzählt das? Farmer Friend, Farmer Friend. Ja, Jimmy? Der Briefkasten bei meinem Haus ist ja nicht nur Dekoration. Nein, natürlich nicht. Du solltest oft nach Post schauen, weil du Nachrichten erhältst, wenn neue Produkte in die Läden kommen. Und wenn Veranstaltungen im Dorf bevorstehen. Oh, wenn du Briefe nicht innerhalb eines Monats liest, verschwinden sie. Gib also Acht. Dann sollte ich jeden Tag in den Briefkasten schauen? Ja, das sollte man, Jimmy. Das ist auch so eine Sache, die ich gerne auch mal vergesse. Aber wer will schon jeden Tag nur irgendwie Rechnungen, Mahnschreiben oder sonst was erhalten oder Werbung? So, Hundilein. Hallo? Hallo? Ich glaube, Gray? Guten Morgen, ich habe deine Felder gejätet. Ja, cool. Dankeschön. Das muss ich mir gleich mal angucken. Aber erstmal, den Ball möchte ich nicht unbedingt draußen liegen lassen. Nicht, dass der irgendwie wegkommt. Ich will den Zwergen nichts unterstellen oder auch den Leuten hier aus dem Dorf, aber sicher ist sicher. Es ist nichts gekommen. Ich unsere Saat, die wächst. Fische sind auch versorgt. Okay, dann schauen wir uns das nochmal an. Tatsächlich das ganze Unkraut hier entfernt. Nice! Gray, du kannst öfter an meiner Mühle rumarbeiten. Ohne mich zu fragen, wenn du dafür jedes Mal das Unkraut jätest. Oh, wir haben ein viertes erwachsenes Huhn. Endlich erwachsen. Oh, und ich werfe wieder das Futter daneben. Das heißt, sobald es wieder Eier legt, oder sobald es anfängt, Eier zu legen, können wir wieder ein Ei ausbrüten. Bevor wir die Eier hier jetzt mitnehmen, holen wir uns schnell wieder den Trüffel. Am besten immer alles schon vormittags erledigen. Wo heute haben wir Sonntag. Hallo An. Oh, du bist auch gekommen, Kalana. Ja. Bist du heute gar nicht da? Nehmen wir mal heute alles mit, was wir hier in die Finger kriegen können, was hier so in der Wildnis rumliegt. Heute haben eh keine Geschäfte auf. Ein grünes Kraut können wir essen. Können wir
Holzfällen. Hat heute irgendjemand Geburtstag? Nein. Erst morgen. Ja komm, du blöder Baum. So. Wir können heute haben wir keine Verpflichtung, wir können heute eh nichts kaufen. Obwohl, vielleicht können wir im Gasthof. Das heißt, wir müssen doch bis nachmittags fertig werden, dass wir zum Gasthof noch können. Vielleicht können wir im Gasthof noch Blumen kaufen. Ich glaube, den Eierauftrag können wir mittlerweile wirklich vergessen. Wow, danke! Bitte, bitte. Ach, Quatsch. Blume. Hier, bleib stehen. Hab was für dich. Wow, danke schön. Unser Schaf muss ja auch noch versorgt werden, fällt mir gerade ein. Unser Pferd auch. Ich glaube, als nächstes holen wir uns dann wirklich den Schafscherer. Hallo Dumpfi. Also ehrlich Dumpfi, du siehst aber heute glücklich aus. Und glücklich anhören tust du dich auch. Und die Sense zufällig dabei? Nein. Och, Menno. Pferdchen. Pferdchen. Da. Sie hat der Amplerfuß. Werd schnell groß. So. Gucken wir mal, dass wir zumindest mal eben schnell die Eier in den Gasthof bringen. Danach haben wir aber keine Verpflichtung, oder? Unser Geld kriegen wir ja so oder so. Dann holen wir uns die Trüffel gleich. Oh, du willst doch nicht rausrennen. Welches Huhn auch immer das war. Ein Zwerg hat natürlich nichts geschenkt gekriegt. Sollten uns schämen. Dann bin ich ja mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ob wir die Eier jetzt nochmal verkaufen können. Oder ob wir den Auftrag wirklich versiebt haben. Den Auftrag haben wir versiebt. Nein! Na, vielleicht müssen wir auch um eins erst da sein. Aber ich glaube nicht. Oh, hi, wer ist da denn? Hallo! Es ist ja lustig, wenn Frau ein Schwätzchen halten, aber... Wenn Mana mal anfängt zu klappern, ist sie kaum zu stoppen. Ach, die gute Mana. Ich vertrage keinen Alkohol, also gehe ich abends selten in die Schenke. Ja, wirst du auch nur unnötig Geld los. Also bei den Preisen, dann bleibe ich dann auch lieber zu Hause. Was soll das sein? Zum Mitnehmen gibt's bei uns nix. Ja, allein ein Tagesmenü, 500. Wo, vielleicht kommt einem das nur viel vor. Ein Keks, 200? Ja, vielleicht sind das auch nur 2 Euro. Aber was heißt nur, ein Keks für 2 Euro finde ich schon... naja. Will
Willkommen, willkommen. Bist du gekommen, um etwas zu kaufen? Wir haben all die Saat, die es nicht im Supermarkt gibt. Die Kätzchensaat. Würde mich aber interessieren, ob wir die auch jetzt aussehen können. Okay, die sind nur im Sommer. Dann müssen wir die Rotzaubersaat holen. Wie viele willst du haben? Ich möchte ja eigentlich gerne 10 Stück haben. 6.000. Ja, dann warten wir noch. Hm, willst du nicht kaufen? Willst du sonst noch was? Die Spielblumensaat? 500. Die blühen und blühen. Eine sehr starke Blume. Die Goldköpfchen kosten 1.000. Diese Blume ist sehr interessant. Außerdem kannst du ihre süßen Früchte ernten. Boah, nee, das ist mir alles zu teuer. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer hier. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Merken wir uns. Das, was ich nämlich zeigen will, da braucht man... Ich meine, 10 mal Blumenpflanzen müsste man da. Oh, der Bürgermeister. Hallo Kanada, gehst du einkaufen? Auf den Sonntag. Nur weil du das vielleicht versuchst, heißt das nicht, dass ich so blöd bin. Auf unserer Geflügelfarm kümmert Mama sich um den Laden und mein Bruder um die Hühner. Und was machst du, Popuri? Haben wir Popuri eigentlich schon mal überhaupt arbeiten sehen? Ich glaube nicht, oder? Also Rick macht ganze Arbeit, er kümmert sich um den Hof. Die todkranke Mutter, die ist von mittags bis nachmittags ist sie da und verkauft Hühnerfutter und so weiter. Hühner und Hühnermedizin. Aber was ist eigentlich Popuris Aufgabe? Mädel, was machst du? Guckst du etwa zu, wie Rick sich ein abastet bei der Arbeit? Und Mutti todkrank versucht auch noch, den Hof zu halten? Weil Papa ist ja weg. Papi ist ja los und sucht die Medizin, die Mami heilen könnte. Ich muss sagen, ich bin gerade etwas enttäuscht von dir. Auch nur etwas. Ich glaube, lange kann man ihr nicht böse sein, oder? Zumindest ich kann das nicht. Wir nehmen das, was wir im Inventar haben, noch wegbringen. Ich glaube, wir könnten hier noch etwas Holz haben, oder? Wir machen erstmal das, was ich irgendwann angefangen habe, aber noch nicht fertig gemacht habe. Nämlich unsere Felder eben hier etwas schöner aussehen lassen. Und ihnen die voneinander abgegrenzt haben. Alter, ich nehme mal Zeugnisse mit, die sich in der Tonne beschweren. Digga, ich schwör. 4.700. Sich jetzt auch mal sehen lassen. Wo ich glaube, für die Blumen können wir die ganzen Felder hier zusammenlassen. Ich wäre ja dafür. So, den Stein auch noch weg, den auch. 6 Uhr abends. Ich wäre ja irgendwie noch dafür, dass man entweder noch eine Runde angeln geht oder noch einmal kurz in die Mine. Und den packen wir schon mal weg, den Hammer, den brauchen wir erstmal nicht. Auf jeden Fall kaufen wir uns morgen erstmal die Schere. Beziehungsweise den Schafscherer. Ich glaube, wir gehen noch etwas in die Mine. Wir brauchen noch Geld.
Aber ich finde das Leben, was die hier teilweise führen, irgendwie ganz interessant. Die haben kein Internet, aber die haben einen Teleshop. Die haben im ganzen Dorf anscheinend nur ein Telefon. Also ich habe bis jetzt nur eins im Gasthof gesehen. Die haben nur 4 Sender. Ach, vielleicht ist auch der Fernseher von uns einfach nur Müll, dass wir deswegen nur 4 Sender bekommen. Und es gibt Zwerge hier und eine Fee und anscheinend einen Kapper, den wir definitiv im nächsten Frühling aufsuchen müssen. Aber dafür müssen wir erstmal rauskriegen, wo der lebt. Also wenn man nach den Legenden geht, wenn man nach japanischen Legenden geht oder asiatischen, dann müsste der ja irgendwo im Wasser wohnen. Ich kenne die Kappa-Geschichten so, dass die entweder im Fluss leben oder in Tümpeln. Da bleibt uns ja nur die Möglichkeit, entweder der kleine Fluss, der da an unserem Grundstück vorbeifließt. Im Meer könnte auch sein, obwohl ich glaube, im Meer leben die nicht. Oder hier der Fluss, hier, wo die Waldfee ist. Oder die Frühlingsgöttin, oder wie die heißt. Und oben weiter auf dem Berg der kleine Teich. Also wie wir uns erinnern, Kappas mögen ja Gurken, wie ein Zwerg gesagt hat. Oh, wir brauchen im Frühling aber sowas von viele Gurken. Was war das? Ein Eichhörnchen! Habe ich auch schon lange nicht mehr in echt gesehen. Wo es hier bei mir in der Gegend eigentlich auch eine gegeben soll. Ach komm, wir gehen noch ein Ründchen jetzt in die Mine. Vorher schnell baden, halbe Stunde reicht. Bis um 20 nach baden wir. Nicht wegnicken. Oh, fast eingepennt. Dann noch einmal fleißiger Bergarbeiterspiel. Hiho. Hi ho, ich bin vergnügt und froh. La da 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 da, la da da da. Hi ho, hi ho, hi ho. Gleich bin ich nicht mehr vergnügt und froh, wenn wir hier nur Mist finden oder gar nichts. Hi ho! Hi ho! Ja, zumindest 10G und Gold einmal und noch einmal Kupfer. Sagen wir aber 10 Geld. Und Schrotterz. Silber. Kriegen wir auch noch etwas Mithril? Ach komm. Kupfer schmeißen wir jetzt weg. Ich will noch mindestens ein Silber. Ah, ich glaube, das reicht dann auch erstmal, oder? Oder nicht?
glaube, das reicht. Vor allem bald ist unsere Ernte ja auch fertig. Da kriegen wir auch wieder Geld rein. Wir könnten theoretisch hier noch ein Feld anlegen. Ah, Platz reicht nicht. Schade. Schade, schade. Na komm, da kommt hier irgendwas hin, was einmal nur wächst. Was dann einmal nach einmal Reifen dann abgeerntet ist. Und dann ist gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.